488 Kalorien, 35 Gramm Protein, 60 Gramm Kohlenhydrate, 9 Gramm Fett. Das geht jetzt nochmal 3 Minuten in die Mikrowelle. So sieht das. Das ist mein zweites Frühstück für nachher, die Pascal Pro Sandwiches. Das sind 4 solche Sandwichscheiben, 100 Gramm Hähnchenbrust insgesamt und etwas Salat, normalerweise noch Gurken, Tomaten, aber das habe ich diesmal ausgelassen. Da ist ganz normale Margarine auf der Seite und auf der ist so ein Buko Brotaufstrich. Der sieht dann so aus. Buko India. Und das schmeckt verdammt geil. Das sind auch 480 Kalorien, 33 Gramm Protein, 69 Gramm Carbs und wieder 7 Gramm Fett. Also haben wir gut, zieh durch. So, und die beiden rechts können also dann. Pre-Workout gibt es halt ein bisschen Oreo-Eis. Was ich jetzt schon ein bisschen länger nichts gegessen habe, führe ich mir jetzt noch ein paar schnelle Kohlenhydrate zu, um gleich im Training ein bisschen mehr Energie zu haben. Ich esse natürlich jetzt hiervon vielleicht ein Viertel oder so. Fuck, alles leer. So, einen wunderschönen guten Tag. Zurück aus der McFit Parking Lot. Und was ich heute nochmal ansprechen wollte, ist, ich habe ein paar Mails bekommen. Und da haben die Leute mir Komplimente gemacht und gesagt, ich find's krass, wie du halt die Uni unter einen Hut bekommst, zusammen mit dem Bodybuilding, die Vorbereitung und all so eine Geschichten. Und ich wollte mich mal ein bisschen dazu äußern, so wie die Lebensumstände so sind, wie die Lebensphilosophie ist und wie man das alles am besten unter einen Hut bekommen kann. Und wollte gerne mal meine Erfahrungswelt schildern. Und zwar sah es so aus, oder sieht so aus, für mich gibt es eigentlich so 3 Säulen, auf die irgendwie mein Leben aufbauen, oder auf die ich gerne möchte, dass mein Leben aufbaut. Das ist einmal die familiäre Säule, dann ist es die Karriere-Säule und die Säule der Selbstverwirklichung. Und was ich möchte, ist, dass alle 3 Säulen auf derselben Höhe sind und auf dem im Gleichgewicht quasi stehen, sodass mein Leben auf einem guten Fundament stehen kann. Und die erste Säule der Familie, da kommen jetzt auch Freunde natürlich mit rein, ist natürlich, dass man ausgeglichenes Familienleben hat, dass ich mit meiner Freundin gut zurechtkomme, dass ich ihr genug Aufmerksamkeit schenke, dass wir ein schönes Leben miteinander führen. Karriere ist natürlich, das muss damit reinspielen. Also zurzeit ist es ja das Studium, was meine Karriere in dem Sinne ist. Und das muss natürlich auch funktionieren, genauso wie die anderen Situationen in meinem Leben auch funktionieren müssen. Also ich möchte da gerne vorankommen, ich möchte meine Ziele erreichen. Und das hat natürlich einen Stellenwert, der ähnlich hoch ist. Und die andere Säule ist dann die Säule der Selbstverwirklichung, wo dann so Sachen reinkommen wie das Bodybuilding oder meine Videospiele. Ich bin ambitionierter Videospieler und verschwende da auch viel Zeit mit, obwohl verschwenden hier jetzt natürlich ein falsches Wort ist. Und die 3 Säulen sollen einigermaßen im Gleichgewicht bleiben. Was das bedeutet ist, es gibt natürlich Zeiten wie so eine Wettkampfvorbereitung, da tritt die Säule der Selbstverwirklichung natürlich in den Vordergrund und sagt dann, also sie überwiegt die familiäre Seite sowie die Karriere in dem Sinne, dass man halt seine Freunde, seine Familie ein bisschen zurückstecken lassen muss und sich ein bisschen mehr auf sich selbst fokussieren muss, seine Sachen durchziehen und die Karriere wird ebenso überwogen, man kann sich nicht konzentrieren, man kriegt natürlich die Uni nicht so auf die Reihe, wie man gerne möchte. Ich habe jetzt bei der Vorbereitung aktuell auch 2 Wochen Uni ausfallen lassen dafür. Da ist die Säule natürlich von viel höherer Relevanz in dem Standpunkt. Dann gibt es aber natürlich auch Zeiten, wo die Säule der Karriere höher ist, zum Beispiel in der Klausurenphase. Da treten dann die Freunde, Familie wieder in den Hintergrund, die Selbstverwirklichung, der Sport, das Videospielen tritt in den Hintergrund, gezwungenermaßen. Und man konzentriert sich dann darauf, gute Noten zu schreiben und Karriere voranzutreiben natürlich. Dann gibt es aber auch Zeiten, Geburtstage, Weihnachten, Feiertage, Sommer, die Sommerzeit mit Grillen etc. Da setzt man den Fokus auf die Familie und auf die Freunde. Da verbringt man Zeit mit denen, macht sich schöne Abende. Da lässt man vielleicht auch mal ein Training für ausfallen oder schwänzt auch mal einen Tag Uni, damit man einfach dahingehend auch nochmal seine Erfüllung finden kann. Und so hält man sein Leben einigermaßen im Gleichgewicht. Nun, man muss halt auch harte Prioritäten setzen, also das Ganze muss auch finanziert werden. Ne? Also wie gesagt, studieren, ich habe da natürlich die Möglichkeit vom Staat ein bisschen BAföG abzugreifen, habe noch einen Job nebenbei, einen Aushilfsjob, den ich bedienen muss im Supplement Store. Ja, so finanziere ich mich, da muss ich natürlich auch Rückschritte machen und sagen so zu Nadja, wir können jetzt nicht immer essen gehen. Wir haben zwar Glück, wir haben eine kleine schöne Wohnung, wir haben ein Auto, mit dem wir ganz gut zurechtkommen. Nadja verdient natürlich dementsprechend auch ein bisschen besser als ich. Und so können wir unser Leben gestalten. Später wird es dann natürlich mal sein, dann trete ich in den Vordergrund, wenn die Karriere dann ins Laufen gekommen ist, der Job da ist und das Geld da ist und die Familie dann in Planung kommt. Ne? Und
Wie gesagt, diese drei Säulen sollten aber zu jedem Zeitpunkt einigermaßen ausgeglichen bleiben für mich. Das habe ich so für mich rausgefunden. Für mich, das ist mein Ziel im Leben, dass alle meine Säulen gleichzeitig verteilt sind. Also, dass ich jetzt nicht alles in die Karriere stecke und alles andere ist für mich uninteressant, mein Sport wird, nein. Ich möchte, dass mein Sport denselben Stellenwert hat. Ich möchte, dass meine Familie denselben Stellenwert hat. Meine Karriere wird nie einen wichtigeren Stellenwert haben als meine Familie für mich im Leben. Genauso wie diesen, für meinen Sport. Es gibt natürlich Sachen, da würde ich meinen Sport für aufgeben. Und für die Familie zum Beispiel oder sowas. Aber solange das nicht sein muss, möchte ich das auch nicht in dem Sinne forcieren oder sagen, ich gebe jetzt alles in den Job und ich scheiße auf Familie und ich scheiße auf Sport, weil ich muss unbedingt, nein, das hat keinen Sinn. So, für mich ist der Stellenwert da auch nicht so, dass ich sage, ich brauche jetzt irgendwie echt Geld und ich will reich sein und so. Nein, ich möchte ein ausgeglichenes Leben führen. Ich möchte, dass ich meinen Sport machen kann und ich möchte, dass ich meine Familie sehen kann und gute Zeiten habe. Und ja, es war natürlich auch nicht immer so. Es gab eine Zeit in meinem Leben, der Zeit, in der ich bei der Bundeswehr war. Ich war 4 Jahre in der Bundeswehr. Da standen halt alle Säulen still. Ich habe halt sportlich nichts auf die Reihe bekommen. Ich bin nicht vorangekommen. Familiär hat alles drunter gelitten. Meine Freundin, Nadja hat drunter gelitten. Ich war bockig, ich hatte keinen Bock mehr. So. Ich habe auch keine Perspektive im Leben gesehen. Meine Karriere lief in eine Sackgasse. Dann habe ich natürlich, in konsequenter Weise habe ich dann die Entscheidung getroffen, was zu ändern. Ich habe gesagt, ich schmeiße jetzt die Bundeswehr. Ich gehe zurück zur Schule. Ich muss noch das Abitur nachholen. Ich bin schon 2-mal vom Gymnasium geflogen, im Vorderrhein. Wieder zurück zur Schule. Dann habe ich das adäquat abschließen können mit 1,1, weil ich halt einfach gesagt habe, das ist jetzt mein Fokus. Ich muss das durchziehen. Nebenbei natürlich den Sport weiterlaufen lassen. Dann habe ich jetzt geschafft, in einen guten Studiengang reinzukommen. Bin derzeit im Zweierdurchschnitt Student und habe halt gesagt, gut, jetzt möchtest du aber auch deine Selbstverwirklichung nochmal durchziehen. Du möchtest eine Wettkampfvorbereitung durchziehen. Ich möchte vorankommen. Und so nimmt man sich halt die Ziele, verfolgt sie, fokussiert sich auf sie und erreicht sie dann auch. Und so und hält sich alle Säulen im Gleichgewicht. Jetzt im Moment muss ich ehrlich sagen, Juni steht nicht mal an erster Stelle. Es geht halt erstmal darum, Nadja wieder glücklich zu machen, weil ich halt wirklich, sie musste sehr viel unter mir leiden während der Wettkampfvorbereitung. Jeder, der eine Wettkampfvorbereitung mitmacht, weiß, wie es ist, wenn man halt einfach mal 4 Monate oder 6 Monate sich nur auf sich selbst fokussiert. Ich habe sehr wenig von meiner Familie gesehen. Ich habe sehr wenig mit Nadja unternehmen können. Sie musste sehr viel aufopfern für mich. Und da musste ich auch erst versuchen, jetzt mal ein bisschen wieder ein Gleichgewicht zu schaffen. Ne? Und das ist jetzt mein Fokus. Natürlich ist das Training läuft weiter. Ich bin immer noch 6-mal die Woche im Gym oder 4 oder 5-mal. Je nachdem, wie mein Push, Split gerade ist. Die Ernährung läuft auch weiter. Das track ich ganz genehm, aber so, dass mein Leben etwas mehr Qualität hat. Sodass ich halt auch mal mit Nadja essen gehen kann. Und sagen kann, ich track das dann in meine Macros und meine Kalorien ein und dann passt das auch. Und wenn ich halt mal ein Kilo eine Woche zu viel zugenommen habe, dann nehme ich die Woche drauf wieder ab und bin wieder ein bisschen konsequenter. Es ist nicht schwer, man muss halt nur ein gewisses Gleichgewicht halten im Leben und das in allen Bezügen und nicht nur in, ich setze jetzt alles in Sport und man wird frustriert werden. Man muss halt einfach ein gesundes Gleichgewicht halten. So, ich gehe jetzt ins Gym, Brust, Schulter steht an und gonna fuck shit up, let's go. Nachdem ich jetzt den Lifestyle-Stuff gebracht habe, muss ich natürlich noch irgendwas Bodybuilding-related bringen. Und da geht es jetzt zurzeit um meine Ernährung. Und es ist jetzt 14, 13, 10 Tage her, dass der Wettkampf war. Ich habe seither 3 Kilo zugenommen. Ich habe mir gegönnt. Ich habe gegessen, was ich wollte. Ich habe mir aber so direkt den dritten Tag später selbst schon wieder einen Ernährungsplan geschrieben, der halt 2300 Kalorien umfasst, bei 200 Gramm Protein, 30-40 Gramm Fett und irgendwas mit 290 Gramm Carbs in etwa. Und ich weiß aber, dass ich mich an denen nicht halte, aber das ist mein Grundgerüst, an dem ich mich orientiere. Es ist halt so, dass ich zurzeit jeden Tag dieses Haferflockenfrühstück esse, was ich auch schon mal geteilt habe. Das umfasst in etwa 500 Kalorien. Dann esse ich auch jeden Tag diese Sandwiches, die ich auch mal geteilt habe. Das sind auch in etwa nochmal 500 Kalorien, dann bin ich schon bei 1000 Kalorien. In etwa 70 Gramm Protein. Dann esse ich jeden Tag 400 Gramm Hähnchen. Die geben mir halt nochmal 420 Kalorien in etwa und 80 Gramm Protein. Damit habe ich im Grunde mein Protein gedeckt. Bin dann bei 1400 Kalorien. Dann setze ich mir die letzten 900 Kalorien zusammen aus Sachen, auf die ich Bock habe. Es ist halt so, es ist halt schwierig, es immer in den Fetthaushalt einzupassen, dass wenn man sagt, ich esse heute einen Burger, dann kann man halt teilweise schwierig das Fett tracken, weil man sich halt Soßen damit reinmacht und so. Und da schaue ich dann, dass ich halt nicht zu weit über diese 2300 Kalorien hinwegschieße und lasse das Fett erstmal außer Betracht. Wenn ich merken würde, jetzt die nächsten Tage, oh, das, was auf der Waage passiert hat, also ich ziehe Wasser, ich werde voller, ich habe ein Kilo zugelegt, dann würde ich halt anfangen, wieder ein bisschen sauberer diesen Plan umzusetzen und zu sagen, okay, ich beziehe mir jetzt die letzten 900 Kalorien aus
200 Gramm Reis und irgendwie noch zwei Whey-Shakes oder sowas. Und so würde ich dann meine Ernährung wieder anpassen und dann vielleicht wieder ein Kilo verlieren, hoffentlich, und so mein Gewicht halten. Also ich fahre es halt komplett eigentlich in so einem Mix zwischen Ernährungsplan und If It Fits Your Macros. Und ich fahre damit ganz gut. Ich persönlich komme damit perfekt klar derzeit. Ich habe jetzt zwischenzeitlich auch mal wieder ein halbes Kilo runter, ein halbes Kilo hoch. Es ist halt so, es schwankt halt. Ich habe halt auch Wasser gezogen, es geht wieder raus. Ich esse halt auch viel. Ich habe die letzten drei Tage in Restaurants, jeden Tag. Und das ist aber auch in Ordnung. Wie gesagt, man überwacht einfach seinen Plan und man isst halt einfach mit Verstand. So, ich habe mir gestern auch ein paar Marzipankugeln gegönnt und das ist aber auch in Ordnung. Jetzt habe ich mir gerade eben Eis gegönnt, ich habe das gepostet, Oreo-Eis, ich wollte halt die Hälfte vom Training essen, habe halt alles vom Training gegessen. Dafür war ich jetzt gerade 20 Minuten nochmal auf dem Step, also das hätte halt nicht sein müssen, aber ich muss es halt tun dann, um meine Kalorien halt wieder ein bisschen runterzuschrauben. Ne? Und heute esse ich jetzt halt, wie gesagt, noch die 400 Gramm Hähnchen und mal schauen, wahrscheinlich gar nichts mehr, vielleicht noch ein, zwei Carbs. Ich habe jetzt auch nicht so wirklich einen Plan, ich müsste erstmal tracken, was ich heute gegessen habe, genau. Es war halt einmal Haferflockenfrühstück, die Sandwiches, 1000 Kalorien, und dann war ich halt in Lüneburg in so einem Restaurant, habe mir so einen riesen Burger mit Pommes gegönnt. Das waren halt bestimmt 1200 Kalorien. Also bin ich schon bei 2,2 und dann plus das Eis drauf bin ich schon bei 2,5. Plus das Hähnchen noch drauf, dann bin ich bei 2,9. Dann habe ich jetzt gerade eben im Training 400 verbrannt, dann bin ich bei 2,5. Dann passt meine Bilanz wieder. Das ist halt ein bisschen eine Milchmädchenrechnung, aber sie geht auf, für mich zumindest. Alles klar, let's go.